Willkommen zur fünften Einheit der Vorlesung Einführung in die Erkenntnistheorie. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben in der Klassifikation der verschiedenen Rechtfertigungstheorien. Internalistische, externalistische hatten wir hier unterhalb der internalistischen, die haben sich zweigeteilt in doxastisch, nicht doxastisch und die doxastischen schließlich in Fundierungs- und Kohärenztheorien, da sind wir stehen geblieben und die strichlierte Linie, die zum Dogmatismus führt, als Unterart, als weniger wichtige Spielart. Die Fundierungstheorien kann man eben, wie wir schon mehrfach erläutert haben, dadurch charakterisieren, dass die Begründung der Erkenntnis von gewissen Basisurteilen oder Basisüberzeugungen ausgeht, die selbst evident sind und keiner weiteren Begründung bedürfen, und alle anderen Überzeugungen über die externe Außenwelt, Überzeugungen über Naturgesetze, die auch etwas besagen über die nicht beobachtete Zukunft und die nicht beobachtete Vergangenheit etc., werden auf letztendlich durch Rechtfertigungsketten auf diese Basisüberzeugungen zurückgeführt. Das ist ein wesentlicher Ansatz dieser Fundierungstheorie. Wobei diese Rechtfertigungsketten evidenterweise nicht zirkulär sein dürfen, also sie dürfen sich nicht selbst sozusagen in den Schwanz beißen, also sie müssen natürlich nicht zirkuläre Rechtfertigungsketten sein. Die Idee ist also nicht, wie manchmal gesagt wird, die Idee einer Pyramide, sondern eher die Idee einer umgekehrten Pyramide bei einer echten Fundierungstheorie, dass also auf wenige Basissätze viele Überzeugungen zurückgeführt werden können und mit Hilfe von Argumentstrukturen oder Schlüssen, wobei man aus heutiger Sicht bei diesen Schlüssen nicht nur logische oder analytische Schlüsse zulässt, wie das ursprünglich die Rationalisten eigentlich so bei Descartes gesehen haben, und auch nicht nur induktive Schlüsse zulässt, so wie es die Empiristen lange Zeit gedacht haben, sondern eben auch abduktive Schlüsse auf die beste Erklärung zulassen muss, weil ansonsten das Argument der Gegner der Fundierungstheorie, dass die Fundierungstheorie also eigentlich zum Scheitern verurteilt ist, weil man eigentlich nicht von einer minimalen Basis auf die Außenwelt schließen kann, weil sonst das Argument stimmt. Ja. Aber darauf werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Jetzt geht es ja nur um die Grundidee. Ich habe hier ja auch einige Autoren angeführt und ich habe hier, also vielleicht, hier habe ich angeführt in der Gegenwart einige Autoren, die Fundierungstheoretiker sind, wie Chisholm, Musgrave oder Bonjour in seiner späteren Phase. Im 20. Jahrhundert, zur Zeit des Wiener Kreises, war das Moritz Schlick. Während auf der Seite der Kohärenztheorie Keith Lehrer oder Bonjour in der Gegenwart oder Otto Neurath im Wiener Kreis. Das habe ich hier angeführt. Warum habe ich hier keine Philosophen der früheren Jahrhunderte angeführt? Weil natürlich die aufklärerische Erkenntnistheorie von Anfang an fundierungstheoretisch orientiert war. Das ist ja auch evident plausibel, dass eine Erkenntnisbegründung fundierungstheoretisch vorgeht. Ja, es muss gewisse, wenn es eine Erkenntnis über die Außenwelt ist, ist es auch plausibel anzunehmen, es gibt gewisse Inputs, gewisse Ausgangserkenntnisse, Quellen der Erkenntnisse, wie wir sie genannt haben, von denen die Erkenntnis ausgeht und darauf baut, wird dann durch Überlegungen, durch Beweisführungen, durch induktive Schlüsse systematisch unser Überzeugungssystem über die Außenwelt aufgebaut, das, wenn es zutrifft, auch Wissen ist. Ne? Genauso wie ein Detektiv vorgeht, der nur gewisse Spuren hat und sich von den Spuren nach und nach zu einer Theorie über das, was da eigentlich vorgegangen ist, vorarbeitet. Ja? Also was da eigentlich die Ursache für all diese Spuren, die er da sieht,
ist. Ne? Wir gehen im Alltag auch überall so vor, dass wenn ich hier einen riesigen Wasserfleck sehen würde und hier noch einen und da hinten dann vielleicht auch einen zerbrochenen Glaskrug, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier wer gegangen ist, der Glaskrug zerbrochen ist, da war Wasser drin, das Wasser ist ausgeronnen. Das wäre zum Beispiel ein abduktiver Schluss. Ja? Da habe ich auch gewisse Ausgangspunkte der Erkenntnis, von denen ich ausgehend meine Hypothese über das, was vorgegangen ist, was ich nicht direkt beobachten kann, entwickle. Aber wie gesagt, die Fundierungstheorie hat eben eine Reihe von Problemen, die haben wir schon erwähnt. Sie erinnern sich, das Münchhausen-Dilemma, das Regressproblem. Eigentlich müsste ich jede Überzeugung, wenn ich Fallibilist bin, ist ja jede Überzeugung mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet. Müsste ich jede Überzeugung weiter begründen. Also wir haben das Regressproblem als das Hauptproblem der Fundierungstheorie. Und daraus erklären sich eben die alternativen Positionen. Das Regressproblem gibt es einerseits, man unterscheidet das Regressproblem erster Stufe, da geht es darum zu rechtfertigen, warum gewisse Basisurteile tatsächlich gerechtfertigterweise als unmittelbar evident angesehen werden, das Regressproblem erster Stufe. Und da haben wir gesagt, nun, bei introspektiven Urteilen, die sich auf aktuelle Bewusstseinszustände beziehen, erscheint es kognitiv eigentlich unmöglich zu sein, sich in einem normalen, nicht schizoiden oder sonstig gestörten Zustand über seine eigenen Bewusstseinsinhalte zu irren. Ne? Also wenn ich hier den Stuhl vor mir sehe, dann könnte ich natürlich einer Halluzination unterliegen, ja. Oder vielleicht da hinten irgendwas, was weiter weg ist. Vielleicht wollten sie mich gerade täuschen und keine Ahnung, haben was ganz komplizierte Szenario aufgebaut, um mich zu täuschen. Vielleicht, weil ich überzeugter Common Sense Realist bin und sie sind also überzeugte Sensualisten. Ja? Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Seminar mit Roderick Chisholm, da haben wir sowas tatsächlich versucht. Ja. Da wollten wir den Common Sense Realismus dadurch widerlegen, dass wir gefordert haben, im Seminarraum darf nur Kerzenlicht sein. Ja. Sodass man also überhaupt ganz schwache Sehwarnungen hatte und dann wollte man eine gewisse Illusion erzeugen. Egal, könnte ja sein, dass das eine Halluzination oder Illusion ist, aber wessen ich mir sicher sein kann, ist, dass ich jetzt diese Sinneswahrnehmung habe. Das ist das Argument für die Unhintergehbarkeit introspektiver Überzeugungen. Naja, und die zweite Art von Basisurteilen sind diese analytischen Überzeugungen, wie zum Beispiel ein Kreis hat keine Ecken, das muss ja schon definitorisch wahr sein. Ja? Das wären die analytischen Überzeugungen. Oder eben, dass der Tisch entweder braun ist oder nicht. Ja. Natürlich muss man an der Stelle schon einschränkend sagen, nicht jede logisch wahre Überzeugung ist ein unmittelbar evidentes Basisurteil, ja, sondern nur hinreichend einfache logische Überzeugungen. Ja. Das wurde auch als Einwand gegen Fundierungstheoretiker genannt. Trotzdem gibt es da einen ganz entscheidenden Unterschied, den Sie nicht so einfach in der Lektüre finden. Das ist folgender. In einem induktiven Schluss kann ich mich grundsätzlich irren. In einem deduktiven Schluss kann ich mich zwar irren aufgrund meiner eigenen kognitiven Schwächen, aber durch Methoden der wiederholten Überprüfung eines Beweises, in der Computerwissenschaft nennt man das Beweisverifikation, ja, wiederholte Überprüfe kann ich die Fehler eliminieren. Sie kennen das selbst, wenn Sie die Rechnung 10-mal überprüft haben und können so die Irrtumswahrscheinlichkeit wirklich sehr gering machen, ja, durch diese Überprüfungen. Deswegen ist diese Irrtumswahrscheinlichkeit harmloser als die grundsätzliche Irrtumswahrscheinlichkeit bei induktiven Schlüssen, weil da liegt es an der Welt. Ja? Ich kann nicht in die Zukunft sehen und da kann ich die Irrtumswahrscheinlichkeit, auch wenn ich den induktiven Schluss noch 20 Mal wiederhole, so wie ein Rosenkranzgebet, bitte mach doch, dass die Wirtschaft, die Aktien weiter in die Höhe gehen. Ich sage voraus, dass die Aktien weiter in die Höhe gehen, das wird mir alles nichts nutzen. Ja? Wenn die Welt nicht mitspielt, ist der induktive Schluss gescheitert. Ja? Also das heißt,
Diese Verwischung des Unterschiedes, die kann man durch dieses Argument sehr wohl zurückweisen. Und insofern kann man schon sozusagen idealisierenderweise erstmal die logischen Wahrheiten zu den Basisurteilen zählen. Ja. Weil es einfach anders, weil diese grundsätzliche Irrtumsmöglichkeit, die bei induktiven und abduktiven Schlüssen dabei sein, ja, diese Argumente von Hume und vom Gehirn im Tank etc., da nicht der Fall sind. Gut. Trotzdem gibt es, wie gesagt, in der Fundierungstheorie diverse Probleme. Das Regressproblem erster Stufe. Das lässt sich, wie gesagt, durch eine, was ich gerade gesagt habe, dadurch lösen, dass man sagt, die Fundierungstheorie ist, was wir nennen, minimalistisch. Eine minimalistische Fundierungstheorie. Das ist eben genau die, wo die Basis nur aus introspektiven Urteilen und analytischen Urteilen besteht. Das war auch die klassische Idee der Empiristen wie John Locke etc., David Hume, die minimalistische Basis. Wenn man die Basis minimalistisch wählt, dann hat man allerdings ein Regressproblem höherer Stufe. Denn dann stellt sich das Problem, wie kann man von der schmalen Basis introspektiver Urteile auf eine reale Außenwelt schließen, ohne irgendwie schon in die Basis solche Annahmen reinzunehmen wie es gibt eine Außenwelt oder und sie verursacht unsere Sinneswahrnehmungen. Wenn man das nicht tut, dann wurde das immer sozusagen dieser Position vorgeworfen, in der späteren Entwicklung der Erkenntnistheorie, dass es unklar ist, wie das gehen soll. Insbesondere muss man bedenken, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts entweder, wie bei den Rationalisten, überhaupt nur deduktive Schlüsse zugelassen wurden, und mit deduktiven Schlüssen ist es völlig unmöglich, aus introspektiven Urteilen oder Überzeugungen auf etwas zu schließen, was nicht auch bloß introspektive Überzeugungen sind. Mit deduktiven Schlüssen kann ich nie gehaltserweiternd schließen. Ja? Ne, aus meinen Innenerfahrungen kann ich auf meine Innenerfahrungen schließen, aus meinen Sinneserfahrungen kann ich deduktiv auf meine Sinneserfahrungen schließen, auf irgendwelche abgeleiteten Sinneserfahrungen, aber niemals auf die Ursachen davon. Ne? Und ich mache das mal hier so. Und die induktiven Schlüsse, die vom Empirismus zugelassen wurden, auch die sind zu schwach, um von Sinneserfahrungen auf die Außenwelt zu schließen. Mit induktiven Schlüssen schließt man von der Vergangenheit auf die Zukunft. Also das heißt, man verallgemeinert gewisse Beobachtungen oder Muster oder Sachverhalte, die man beobachtet hat, wie zum Beispiel, dass bisher alle Rahmen schwarz waren, auf die Zukunft, aber man kann nicht auf nicht beobachtete Entitäten schließen, die als Ursache unserer Beobachtungen fungieren. Dazu braucht man eben abduktive Schlüsse, und Schlüsse abduktiver Natur wurden überhaupt erst in Mitte des 20. Jahrhunderts sozusagen ernst genommen. Charles Peirce hat sich zwar schon früher eingeführt, aber dass sie sich richtig etabliert haben, kam erst später. Kein Wunder also, dass diese Fundierungstheorie lange Zeit auch dann starken Einwänden ausgesetzt war, nämlich die minimalistische Fundierungstheorie. Okay, weil nämlich aufgrund dieses Problems, das Problem der minimalen Basis, wie man es nennt, wie kann man aus einer minimalen Basis auf dieses Wissen über die Außenwelt schließen? Und wenn man, wie aus der heutigen Sicht, wenn man zugibt, man braucht dazu Induktion und Abduktion, dann stellt sich das Problem, ja, wie kann man Induktion und Abduktion rational rechtfertigen? Und das ist das Regressproblem höherer Stufe. Und da hat eben David Hume schon gezeigt, der eine ganz wichtige Rolle spielt in der Entwicklung der Skepsis gegenüber der Einlösbarkeit der Fundierungstheorie, hat Hume schon gezeigt, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, die Rationalität des induktiven Schließens irgendwie zu begründen. Darauf werde ich gleich zum Sprechen kommen. Noch näher.
Und erst recht ist es schwierig, die Rationalität abduktiven Schlüssens irgendwie zirkelfrei zu begründen. Das ist das Regressproblem höherer Stufe, das also von vielen gegenwärtigen Erkenntnistheoretiker, gerade den Externalisten, als unlösbar gesehen wird. Deswegen, wie wir gesehen haben, ja die Externalisten auf Rechtfertigung in höherer Stufe überhaupt verzichten und das der Welt überlassen. Also einfach statt Rechtfertigung Reliabilität verlangen, auch wenn das nicht kognitiv zugänglich ist. Also wir sind hier genau in diesem Zentrum der Probleme. Und aus diesem Grund gibt es auch in der Fundierungstheorie natürlich, und immer hat es immer schon gegeben, so, ich nenne das mal dogmatische Versionen. Also es hat Fundierungstheorien, Spielarten gegeben, die entweder die Basis verstärken, die also einfach sagen, okay, wir wissen aber, für uns ist es auch eine Basisüberzeugung, dass es eine Außenwelt gibt. Das wäre zum Beispiel eine Version dessen, was ich dogmatisch nenne. Also dogmatisch jetzt nicht im Sinn einer fundamentalistischen Position, sondern einfach, dass wir gewisse Annahmen machen, die eigentlich begründungsbedürftig sind, die wir aber als quasi Glaubensbekenntnis oder als epistemische Prinzipien voraussetzen, weil wir sagen, ohne das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, wie wir ohne das erkennen könnten. Ja. Also der sogenannte Commonsensismus, den ich auch schon erwähnt habe, wäre auch so eine Position. Commonsensismus, schreibe ich mal hier hin. Commonsensismus. Das heißt, der Hausverstand sagt uns einfach, dass wir keine Gehirne im Tank sind, aus. Wir wissen es einfach. Oder wie Moore schon argumentiert hat, ich weiß einfach, dass ich zwei Hände habe und kein Gehirn im Tank bin. Das weiß ich einfach, ja. Wenn wir so weit gehen, dann gibt man natürlich bis zum gewissen Grad das Programm der aufklärungsorientierten Erkenntnistheorie preis, dass er gesagt hat, wir wollen also alles, was irgendwie bezweifelbar ist, ne, Descartes, lassen wir alles, was wir bezweifeln können, weg. Was bleibt dann erstmal übrig? Und von der Basis gehen wir aus. Das gibt man dann auf. Dieses Programm wird dann eben, aufgeweicht oder eben verlassen. Also man sagt dann eben, nein, wir müssen immer irgendwelche Annahmen machen, es geht nicht anders. Ne? Und ja, wenn wir also soweit einmal sind, dann sind wir auch ganz schnell schon beim Kohärentismus. Ja? Denn wenn ich der Meinung bin, ich kann gar nicht anders das Wissenssystem oder das Überzeugungssystem rational aufbauen, ohne jetzt zum Beispiel annehmen, es gibt irgendeine Welt außer meinen introspektiven Erfahrungen, da gibt es noch was. Ja. Das muss ich einfach voraussetzen. Oder ich kann gar nicht anders wissenschaftliche Voraussagen begründen, als dass ich annehme, es gibt gewisse Naturgesetze, die gibt es einfach. Ja. Und weil es die gibt, gibt es eine gewisse induktive Gleichförmigkeit und deswegen ist induktive Schließen gerechtfertigt. Wenn ich mal so weit bin, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann Commonsensist oder Dogmatiker in irgendeiner Weise werden. Das heißt nicht, bitte, dass ich Fundamentalist bin. Da möchte ich schon unterscheiden. Ich habe den Unterschied schon erwähnt. Fundamentalistische Weltanschauungen, den Begriff sollte man nur verwenden für Weltanschauungen, die echt mit Autorität operieren. Also kein Dogmatiker sagt dir, okay, und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann werde ich autoritär. Ja, dann darfst du nicht mehr in mein Seminar kommen. Das wäre Fundamentalismus. Ja? Also in dem Sinn, wie ich es jetzt verwende, wenn ich echte Autorität anwende, also wenn ich gewisse Meinungen verbiete. Also keiner dieser Positionen natürlich ist fundamentalistisch. Aber Dogmatismus in dem Sinn, dass man sagt, naja, wir können gar nicht anders, oder Kommensensismus als gewisse Annahmen zu machen, auch wenn sie nicht begründbar sind. Und schon wie Thomas Reid auch gesagt hat, also man verbietet diese Annahmen nicht, aber man setzt sich damit nicht mehr auseinander, man nimmt sie nicht mehr ernst. Thomas Reid schlägt an einer Stelle vor, man möge sich doch lustig machen über diese abweichenden Positionen, die sagen, es könnte auch möglich sein, wir könnten Gehirn im Tank sein. Das sagt Reid
an einer Stelle ganz explizit und man nimmt diese Positionen nicht mehr ernst. Ne? Das wäre diese Variante, die mir auch nicht sympathisch ist einfach. Das wären sozusagen epistemische Dogmatiker. Ja? Wenn man das nicht will, dann gibt es eigentlich nur die Variante, dass man in Richtung Kohärentismus geht. Ja? Und das ist eben die Entwicklung zur Kohärenztheorie, die sich abgespielt hat im Wiener Kreis, den ich jetzt kurz berichten möchte. Der Wiener Kreis, also da kann man das schön sehen, wie man praktisch gezwungen wird als Erkenntnistheoretiker, wie gewisse Erkenntnistheoretiker aufgrund ihrer Zweifel an der Einlösbarkeit der Fundierungstheorie getrieben wurden in die Richtung. Der Wiener Kreis war nämlich eine Bewegung, ungefähr 1930, also begann etwas früher, die einflussreichsten Philosophen dieser Bewegung der Philosophen in Wien waren Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap und andere. Und es war eigentlich das Ziel, eine Fundierungstheorie der Erkenntnis zu entwickeln, nämlich eine Erkenntnisfundierung, die auf der Wissenschaft Wissenschaft beruht, also die wissenschaftliche Weltauffassung, wurde es auch genannt. Eine wissenschaftsorientierte Erkenntnisphilosophie, daher waren auch viele Naturwissenschaftler dabei. Und Schlüsse wurden induktive und deduktive Schlüsse akzeptiert. Von Abduktion war im Wiener Kreis keine Rede. Ja. Und das Problem war folgendes. Bezüglich der Basissätze hat Otto Neurath einen Aufsatz geschrieben, dass diese introspektiven Urteile wie ich habe jetzt die und die Sehwahrnehmungen überhaupt nicht zur Wissenschaftssprache gehören. Ja. Denn die Wissenschaftssprache muss eine intersubjektive Sprache sein. Ja, das war das Hauptargument. Und es gibt keinen plausiblen Weg, wie man von Ich-Urteilen auf Urteile, objektive Urteile, intersubjektive Urteile kommt. Wie etwa, das war Neuraths Idee, er sprach von Protokollsätzen. Also ich werde das überhaupt jetzt mal weg. Zu viel steht. Otto Neurath sprach von Protokollsätzen und Protokollsätze sollten seiner Meinung nach die Form haben, Wissenschaftler sowieso oder Wissenschaftlerin sowieso haben sowieso Filten in dem Labor dort und dort die und die Beobachtung gemacht, ja? Und die Beobachtung protokolliert. Das ist ein Protokollsatz, ja? Also ein Satz, der in der Realsprache formuliert ist. Ja? So sollten die Basissätze aussehen, sagt Neurath. Und dann sagt er in diesem berühmten Aufsatz von 1933 ungefähr, aber diese Protokollsätze sind natürlich Realsätze, sollen sie ja sein, aber sind natürlich nicht irrtumsfrei, sind nicht unmittelbar evident. Die Person kann was Falsches protokolliert sein, die kann sich geirrt haben. Die kann aber auch unter Publication Pressure, Publikationsdruck, gewisse Daten gefälscht haben. Ja? Wir müssen das überprüfen. Sie kann einen Wunschdenker legen haben und in ihrer Methode sogenannte Ausreißer in der Kurve, das ist eine sehr verfängliche Methode, Ausreißer rauszureißen, weil da kann man auch einen totalen Bias reinbringen und auf diese Weise eine insignifikante Korrelation so beschönigt zu haben, dass sie plötzlich signifikant wird. Die Fehlerquellen, gerade in der komplexen empirischen Wissenschaft, Datenwissenschaft, sind reichhaltig. Deswegen gibt es ja auch die Maxime, überprüfe das durch andere, etc., Intersubjektivität. Auf jeden Fall sind diese Protokollsätze auf keinen Fall mehr unmittelbar evident oder evident. Die sind selbst rechtfertigungsbedürftig. Und daher sagt Neurath, naja, daher gibt es eigentlich sowas wie eine Basis, von der alles ausgeht, nicht mehr. Im Gegenteil, die Protokollsätze der Basis müssen wir selbst stützen durch allgemeine Gesetze wie diese, normalerweise sind Personen verlässlich. Personen, die bisher in der Vergangenheit verlässlich waren, sind es auch in der Zukunft. Gewisse Naturgesetze über die Wahrnehmung wurde der Protokollsatz unter normalen Lichtverhältnissen etc. Produziert etc. Ja. Und das führte dann Otto Neurath zu der Position, dass eigentlich, wie er sagt, die Fundierungstheorie nicht zutreffend ist, sondern letztendlich eine Art Kohärenztheorie der Rechtfertigung
angenommen werden muss, wo sich alle Sätze irgendwie gegenseitig stützen. Ja? Dagegen hat dann Moritz Schlick energisch reagiert und gesagt, das kann doch nicht sein, durch eine Kohärenztheorie könnte eigentlich ja Beliebiges gerechtfertigt werden. Es muss Basissätze geben, er sagte, das sind die Konstatierungen. Und die haben eben die Form hier jetzt blau, ja, oder hier jetzt rot, ne? Blau, keine Ahnung. Also so elementare Konstatierungen des Ichs, ja, das sind die für Schlick die Basissätze. Und das ist die berühmte Basis, das Basisproblem im Wiener Kreis oder die Protokollsatzdebatte, wie sie auch genannt wird. Und Sie sehen hier gut, wie man tatsächlich, also wie es zu erklären ist, dass also sehr auch analytische, wissenschaftlich orientierte Erkenntnistheoretiker in die Richtung Kohärenztheorie gegangen sind, weil ich meine, was hier fehlt, ist natürlich irgendein rationaler Schluss, der von introspektiven Erscheinungen auf Beobachtungsrealsätze führen kann. Ja? Sinnesrealsätze, wie wir sie genannt haben. Von Sinneserscheinungssätzen auf Sinnesrealsätze, genau der Schluss. Ja? Und wenn der fehlt, dann wird es schwierig mit der Fundierungstheorie, ist ganz klar. Gut. Jetzt, die Kohärenztheorie wurde dann natürlich als Alternative zur Fundierungstheorie erstmal viel diskutiert, und in der Kohärenztheorie gibt es natürlich auch zunächst mal die strikte Variante und abgeschwächte Varianten. Und wir lassen Sie uns zuerst die strikte Variante behandeln, um das vielleicht erstmal wirklich abzuklären, was die strikte Kohärenztheorie wirklich behauptet. Da ist es eben so, dass diese Bedingung der Nicht-Zirkularität von Rechtfertigungen, die wird einmal ganz preisgegeben. Also Rechtfertigungen dürfen zirkulär sein. Ja? Also ich kann sozusagen, es ist ein Rechtfertigungs, es hat Rechtfertigungswert, zum Beispiel für Kohärenztheoretiker, wenn ich beispielsweise sage, okay, das induktive Schließen von der Vergangenheit auf die Zukunft ist verlässlich, weil es in der Welt echte Naturgesetze gibt, weil die Welt von objektiven physikalischen Gesetzen gelenkt wird. Und warum glaubst du, dass das so ist? Weil ich eben aufgrund induktiven Schließens immer wieder solche physikalischen Gesetze sozusagen vermutet habe, als beste Erklärung in meiner Beobachtungen angenommen habe. Deswegen gibt es physikalische Gesetze, und die stützen wiederum die Reliabilität induktiven Schließens, und das induktive Schließen, damit habe ich die Gesetze gefunden. Das ist eine zirkuläre Rechtfertigung. Das ist für Kohärentisten okay. Und Kohärentisten sagen dann auch, je größer, also zum Beispiel Hamann sagt das an einer Stelle, je größer, okay, sehr kleine Zirkeln, sagt er, sind vielleicht wertlos, aber wenn die Zirkeln sehr groß wären, dann können sie durchaus Erkenntniswert haben, sagt zum Beispiel Hamann. Ja. Die Idee ist jetzt, ein System, ein Überzeugungssystem, das besteht also aus vielen, vielen Überzeugungen, ist umso besser gerechtfertigt, je mehr sich diese gegenseitig stützen. Die können sich wechselseitig stützen. Je mehr die durch Argumente vernetzt sind, je stärker die eine Überzeugung die anderen Überzeugungen wahrscheinlich macht und umgekehrt, desto besser ist es, ein Überzeugungssystem gerechtfertigt. Gut, das wäre sozusagen diese Idee des strikten Kohärentismus. Ja, was meinen Sie, wie sehen Sie die Situation? Ist das eine plausible Position? Was kann man dagegen einwenden? Ich meine, die Einwände gegen den Fundierungstheorie mit dem Regressproblem habe ich schon besprochen, aber was stellen sich hier für Probleme? Haben Sie irgendwelche Ideen? Max, ja? Ja, mir scheint es so zu sein, dass sich in der Kohärenztheorie da mehrere Sachen behaupten könnte. Ich meine, ich könnte ja auch sagen, naja, es gibt keine Außenwelt, weil der abduktive Schluss nicht verlässlich ist und weil der induktive Schluss nicht verlässlich ist. Also ich kann ja auch einfach vieles dann abstreiten und versuchen, es so kohärent zu halten. Ja. Ich einfach all die Sachen negiere, wo
als vermeintliches Feature der Kohärenztheorie behauptet wurde, dass sie eben diese Sachen schon rechtfertigen kann, die die Kohärenztheorie angeblich nicht rechtfertigen könnte. Ja. Ich auch Kohärenztheorie für so halten. Richtig, also das wäre so Einwände gegen Kohärenztheorie, schreibe ich mal hin. Da wurden in der Literatur einige Einwände genannt, aber Sie haben jetzt einen Haupteinwand angesprochen, den ich gleich mal aufschreiben möchte, der Pluralitätseinwand. Ich könnte kohärentistisch eigentlich sehr viele verschiedene Überzeugungssysteme rechtfertigen. Und nicht nur das, ich könnte sogar Überzeugungssysteme rechtfertigen, die dann Behauptungen enthalten, die sich gegenseitig widersprechen. Ja? Also ich könnte auch sagen, ja, die Induktion hat mich so oftmals im Stich gelassen, das war jetzt, glaube ich, Ihr Beispiel, die Male, wo sie mich nicht im Stich gelassen hat, die erkläre ich verschwörungstheoretisch weg, das darf ich ja als Kohärentist, ne? Da habe ich Glück gehabt. Ich kann ja solche Annahmen jederzeit machen, wenn sie zu meinen anderen Annahmen passen, nämlich dass mich eigentlich die Induktion immer im Stich lässt und deswegen gibt es keine Naturgesetze und dann habe ich auch ein kohärentes System. Ja. Eben, genau, also ist, ja. Dann waren jetzt Niklas, bitte. Ja, also ich wollte noch dazu sagen, dass es ja auch dazu führen könnte, dass man zum Beispiel, dass es gibt vielleicht dann gewisse Theorien, die wir haben, die besonders kohärent sind und andere Theorien, die weniger kohärent sind, aber empirisch adäquater. Und wenn jetzt Kohärenz das einzige Kriterium ist, um eine Theorie auszuzeichnen als besonders gute Theorie oder so, wir ja eigentlich dann immer versuchen könnten, die Theorie noch kohärenter zu machen, und dadurch vielleicht dann gegebenenfalls empirisch inadäquater. Und dann am Ende Theorien haben, die super kohärent sind, aber mit unserer eigentlich, also ja, mit unserer erfahrbaren Welt nichts mehr zu tun, ja, haben. Wir sind wirklich da wieder bei dem Thema Verschwörungstheorien, die, wenn sie raffiniert ausgearbeitet sind, genau das machen, dass sie die abstrusesten, also Hypothesen formulieren, also zum Beispiel, dass es tatsächlich keine Landung am Mond gab, da muss erklärt werden, wie diese Fernsehbilder entstanden sind. Dann kann man natürlich sich irgendwelche Vorstellungen davon machen, wie die entstanden sind, aber man muss auch erklären, warum so und so viele Leute dasselbe behaupten. Da muss man annehmen, die sind irgendwie alle bestochen worden oder da muss man irgendwie erklären, warum es da keine Dokumente darüber gibt, dann gab es irgendein perfektes System, wie das alles vernichtet worden ist. Und das sind also, ja, das ist so ähnlich wie schon Lakatos damals in seinem Beispiel behauptet hat, in der Wissenschaft ist dieser Planet namens Vulkan, den es nicht gibt, ja, der für die Abweichung des Merkurs verantwortlich erklärt wurde, wo auch die Vertreter zunächst mal versucht haben zu sagen, na gut, der Vulkan, der hat irgend so ein elektrisches Feld um sich, das lenkt das Licht irgendwie ab, deswegen kann man den mit Teleskopen nicht sehen. Aber irgendwann mal, sie werden normale Menschen, wenn die Ad-hoc-Hypothesen, nennt man das auch in der Wissenschaft, einfach zur Verteidigung des Standpunktes, ad hoc angenommene Hypothesen, wenn die irgendwann mal zu unplausibel wären, dann wird man das normalerweise preisgeben. Aber was heißt jetzt unplausibel? Dann nimmt man fundierungstheoretisch an, es gibt so eine gewisse Basisevidenz aufgrund derer, dass es zu unwahrscheinlich wird. Aber der reine Kohärentist hat ja sowas nicht. Was heißt denn da unplausibel jetzt? Für den reinen Kohärentisten ist so eine abstruse Hypothese, wenn die jetzt zu seinem verschwörungstheoretischen System super passt, dann ist die ja deswegen gerechtfertigt. Das ist das Problem. Intuitiv würde man sagen, ja gut, man kann das eine Zeit lang machen, aber irgendwann wird es zu gekünstelt, zu unplausibel, aber all das zeigt, dass man zumindest eine weiche Fundierungsauffassung von Erkenntnis hat, wie man, dass der natürliche Mensch das eigentlich durchaus hat. Als reiner Kohärentist könnte man das durchaus machen, wenn das Ganze ist. Okay. So, jetzt waren noch zwei Wortmeldungen. Bitte, ja, Charlotte? Ja, es hängt eigentlich eng damit zusammen, was gerade gesagt wurde. Also macht es sich damit natürlich auch irgendwo einfacher, also wenn man die Kohärenz als Rechtfertigungsmethode verwendet, weil wenn man Fundierungstheoretiker ist und mir bricht beispielsweise ein Rechtfertigungsglied in meiner Kette weg, weil ich merke, dass das ergibt sich doch nicht daraus, dann muss ich schon meine Theorie irgendwie reformieren und ich muss neue Rechtfertigungen finden. Und als Kohärenztheoretiker macht man es sich dann natürlich viel einfacher, weil man immer sein System ein bisschen drehen kann und hier und da noch was hinzufügen und da was wegnehmen und dann hat man nicht immer diese
man ist nicht immer so im Zugzwang mit der Rechtfertigung. Das finde ich ein super Argument. Ja, das stimmt, es wird dadurch viel einfacher. Und es gibt auch diese Untersuchungen von Robert von Festinger, ne, in der Psychologie dieser Älteren, dass Menschen auch so eine Art Kohärentismus haben bei ihren Weltanschauungen, dass sie sehr gerne Nachrichten oder Informationen, die nicht zu ihren Meinungen passen, verdrängen. Aber Menschen sind auch in der Evolution also, sind auch so klug, dass wenn es wirklich praktisch relevante Belange sind, dann schauen sie schon hin. Was? Jetzt habe ich in die Aktie investiert, was, die Aktie geht runter, dann würde ich wahrscheinlich das nicht weglegen. Ich will das jetzt nicht lesen, sondern ich wäre alarmiert. Also irgendwann mal können auch Alarmglocken schlagen. Nur wenn das jetzt keine unmittelbar gefährliche Botschaft ist, dann verdränge ich sie schon gern. Also dann sage ich mir, ich glaube ganz einfach, dass, keine Ahnung, ja, also Klimaerwärmung, ich liebe meinen Mercedes, ach, das will ich jetzt gar nicht lesen. Was, ja. Aber wenn es bei mir selbst zu brennen beginnt im Keller und meine Frau kommt und sagt, es stinkt, im Keller brennt, ja, dann will ich, nee, ich liege jetzt so gut am Sofa, ich möchte jetzt nicht, sag mir das nicht, das würde ich nicht sagen. Das heißt, dann schrillen die fundierungstheoretischen Alarmglocken, ja, genau. So schaut irgendwie der Alltagsmensch aus, aber das ist ein ganz guter Punkt. Dass man natürlich bei Weltanschauungsdiskursen mit Kohärenztheorien ist es immer sehr bequem. Dann war noch ein Punkt, ja? Ja, ich wollte noch sagen, ein anschauliches Beispiel für diesen Zwist zwischen Fundierungs- und Kohärenztheorie ist ja die US-Wahl. Selbst wenn man diesen Verschwörungstheorien glaubt und sagt, da wurden irgendwelche Wahlzettel hinzugefügt oder ausgelassen und was auch immer, oder wurde manipuliert. Die erste Reaktion von vielen Wählern war ja auf republikanischer Seite, wir wollen hingehen und zuschauen. Ja. Das heißt, wir wollen die empirischen Daten selbst sammeln und wir stellen die Frage, warum sind unsere Wahlbeobachter nicht zugelassen worden, oder sind die zugelassen worden. Ja. Man hat, selbst wenn man einer Verschwörungstheorie folgt, den Wunsch, fundierungstheoretisch das auszuräumen, diesen Zweifel. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Deswegen, also diese extremen Kohärenztheorien sind schon relativ unplausibel aufgrund dieses Pluralitätseinwandes. Und der ist ja auch verbunden mit dem Negationseinwand. Negationseinwand nenne ich den, das werde ich später nochmal ausführen, in späteren Teilen dieser Vorlesung, im Schlussteil, dass man eben Systeme konstruieren kann, die gegensätzliche Behauptungen machen und gleichermaßen kohärent sind. Also ist es möglich, das kann man systematisch beweisen, mache ich jetzt noch nicht, Überzeugungssysteme zu konstruieren, die gleichermaßen kohärent sind, aber gegensätzliche Behauptungen machen. Ich meine, ich kann nur auf so Beispiele auch eingehen, wie Verschwörungstheorien hatten wir. Wir können auch rationale Theologien oder ausrationalisierte religiöse Überzeugungssysteme hernehmen, ja, wo also, was weiß ich, die Tatsache, dass Gott existiert und dass diese Fossilien gefunden worden sind, damit erklärt wird, dass Gott diese Fossilien in der Erde selbst auch kreiert hat. Keine Ahnung, solche Theorien gibt es tatsächlich. Ich gebe ein anderes Beispiel noch. Angenommen, ich würde kohärentistisch vorgehen als jemand, der einen Mord aufklären will als Detektiv, dann könnte ich ja sagen, diese Person hat ein starkes Motiv gehabt. Warum? Welches Motiv hat sie gehabt, den umzubringen? Ja, denn sie hatte diese Person gehasst. Warum hat sie den gehasst? Ja, das ist ja daran, dass sie ihn umgebracht hat. Ja. Oh ja, aber warum hat sie denn, wieso nimmst du an, dass gerade die Person, die dieses arme Opfer umgebracht hat, wie kommst du darauf? Hast du Beweise dafür? Ja, schon. Das war die einzige Person, dieses Opfer, was eigentlich ein sehr beliebter Mensch war, gehasst hat. Ja. Deswegen. Ja. Sie sehen also, der Mord wird begründet durch das Motiv wird gestützt durch den Mord. Das wäre, was ich nenne, eine vollständig zirkuläre Rechtfertigung. Sowas wird niemand akzeptieren. Ja. Wird niemand akzeptieren. Aber wenn ich sage, naja gut, wenn ich mir zum Beispiel am Internet gewisse von sehr fundamentalistischen christlichen Sekten-Statements anschaue, ja, wenn ich sage, ja, die anderen theologischen Quellen sind alle Menschenwerk, aber was wir sagen, kommt direkt von Gott
dass es direkt von Gott kommt, kannst du ja nachlesen in der Offenbarung sowieso, ne? Wo er drinnen steht, dass Gott das tatsächlich uns gegeben hat. Das heißt, die Tatsache, dass die Quelle eine göttliche Quelle ist, wird gerechtfertigt dadurch, dass sie von Gott kommt. Dass sie von Gott kommt, wird wiederum durch die Quelle gerechtfertigt. Auch vollständig zirkuläre Rechtfertigung. Aber da findet man sowas. Ja? Also, das heißt, man findet durchaus im Alltag immer wieder Pseudo-Argumente, die aufgrund ihrer Zirkularität Pseudo-Argumente sind. Und das aufzudecken und zu entlarven, ist schon eine kritische Aufgabe der Fundierungstheorie. Andererseits gibt es das fundierungstheoretische Regressproblem und sozusagen als verzweifelter Ausweg oder als Hilfslösung sind daher Erkenntnistheoretiker immer wieder getrieben worden, kohärentistische Positionen zu ergreifen. Gut, ich möchte jetzt an der Stelle aber, warum ich das sage, möchte ich an der Stelle sagen, aus diesem Grund ist es auch so, dass durchaus viele Kohärenztheoretiker dann abgeschwächte Positionen vertreten haben. Auf die komme ich noch gleich etwas näher zu sprechen, aber so abgeschwächte Positionen wären dann eben so Positionen, wo man sagt, das System der Überzeugungen muss kohärent sein, aber es gibt darin privilegierte Überzeugungen. Die sind sicherer als alle anderen Überzeugungen. Ja? Die sind epistemisch privilegiert. Zum Beispiel hat Neurath gesagt, die Protokollsätze sind zwar auch nicht irrtumssicher, aber sie sind gesicherter als alle anderen Überzeugungen. Und wenn Protokollsätze und akzeptierte Gesetzeshypothesen in Konflikt stehen, dann muss man die Gesetzeshypothesen verwerfen, sollte man das, die Gesetzeshypothesen verwerfen und die Protokollsätze beibehalten. Ne? Und der Empirismus, sagt Neurath wörtlich, unser Empirismus liegt nun darin begründet, das System der Wissenschaftssätze, sagt er, in Übereinstimmung mit möglichst vielen Protokollsätzen zu bringen. Ja? Das war jetzt ein Zitat. Ne? Das wäre also schon eine abgeschwächte Kohärenztheorie. Und analog ist es dann bei Bouchoux so, dass er sagt, naja, wir müssen gewisse Inputsätze ausnehmen von der Kohärenztheorie, die sind a priori, oder die sind, a priori sind sie eigentlich nicht im strengen Sinn, obwohl er manchmal das nicht so bezeichnet, sondern aber die sind evident, also unhintergehbar, zum Beispiel Sätze über unsere eigenen Überzeugungen. Wir müssen zumindest wissen, welche eigenen Überzeugungen wir haben. Ja? Wenn das der Kohärentist auch bezweifelt, dann geht gar nichts mehr. Das war eine der ersten Erkenntnisse von Bouchoux, die ihn dann vom Kohärentismus zur Fundierungstheorie gebracht haben. Das zweite war dann, dass ich gesagt habe, naja, auch so introspektive Überzeugungen kann ich nicht wirklich rational sozusagen bezweifeln. Okay, daher sind viele Kohärentisten dann in Richtung abgeschwächte Versionen gegangen, die dann zu modernen Auffassungen der Fundierungstheorien durchaus konvergieren. Denn wie gesagt, bei modernen Fundierungstheorien gibt es wiederum auch durchaus sind Positionen adäquat, wo man dann sagt, ja, die introspektiven Überzeugungen, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, sind auch nicht a priori, sind auch nicht also absolut sicher, sie sind nur im kognitiven Normalzustand immer akzeptiert. Ja? Also wenn ich meine introspektiven Überzeugungen über meine eigenen Bewusstseinszustände anzweifle, bin ich in einem quasi Schizoid oder in einem nicht normalen kognitiven Zustand. Normales kognitive Funktionieren funktioniert so, dass ich sozusagen meiner eigenen Bewusstseinszustände vollständig gewahr bin. Ja, also dass ich meine, genau. Und das wären dann eben moderate Fundierungstheorien, die sich dann den moderaten Kohärenztheorien annähern. Das werden wir jetzt gleich auf einer Folie nochmal sehen. Aber Marx wollte noch etwas sagen, ja, wenn es dazu passt noch. Ja, ja. Also Ich habe den Eindruck, dass die Einwände gegen eine Fundierungstheorie aber eine ganz andere Qualität haben als die gegen eine Kohärenztheorie. Also ich meine, die Einwände gegen eine Kohärenztheorie sind meistens so in der Form, dass deswegen eine Kohärenztheorie grundsätzlich nicht funktionieren kann, während die Einwände gegen eine Fundierungstheorie meistens eher darauf abzielen, sowas zu zeigen, wie dass eine Fundierungstheorie vielleicht in der Praxis deswegen nicht umgesetzt werden kann oder man bisher nicht in der Lage war,
dieses und jenes tatsächlich zu zeigen. Das sind aber keine Einwände im Sinne von, es ist prinzipiell unmöglich, eine Fundierungstheorie aufzubauen. Und ich finde, das macht nochmal einen Unterschied. Ja, aber die echten Gegner der Fundierungstheorie, wie zum Beispiel Grundmann, den ich schon erwähnt habe, Thomas Grundmann, wenn ich das mal lesen, die, als deutschsprachigen Text oder Ernst Zosa, andere, die sagen dann, also der internalistischen Fundierungstheorie, das muss ich jetzt sagen, die Gegner der internalistischen Fundierungstheorie, die sagen schon, es ist grundsätzlich unmöglich, das Regressproblem zu lösen. Speziell das Regressproblem höherer Stufe, das sagen die schon. Es gibt da immer eine Irrtumsbehaftetheit, es gibt keine echte Abgrenzung zwischen nicht mehr weiter begründungsbedürftig und begründungsbedürftig. Das ist irgendeine Art von Übergang. Aber jede Überzeugung ist letztlich fehlbar und begründungsbedürftig. Ja. Das sagen die. Ich möchte es nochmal hier mal kurz erläutern, diese gemäßigten Fundierungs- und Kohärenztheorien, die sehen Sie hier auf der Folie, die extremen Fundierungstheorien sagen, die Basis ist infallibel. Ne? Das war schon René Descartes und so, noch diese Idee, dass die Fundierungstheorie absolut sicheres Wissen liefert, was dann Hans Albert diese Offenbarungstheorie der Erkenntnis und des Wissens auch genannt hat. Gemäßigte Fundierungstheorien sagen, ja, die Basis ist grundsätzlich auch fallibel, aber, und dann kommen hier verschiedene Vorschläge, ja, die macht Wahnsinn. Ja, die Kohärenztheorien, die Extremen sagen, es gibt überhaupt keinerlei Basis und es ist alles möglich. Also ich kann auch Wahrnehmungen leugnen. Wenn das die Kohärenz erhöht, dann leugne ich eben gewisse Wahrnehmungen. Ja? Zum Beispiel, was natürlich sehr schnell ins Absurde führt, wie auch Bonjour erkannt hat, aber das wären so die extremen Kohärenztheorien, die haben wir jetzt kritisiert. Die Gemäßigten sagen, es gibt zwar keine infallible Basis, aber wie zum Beispiel Otto Neurath, die Protokollsätze, das sind die epistemisch bevorzugt sind. Und jetzt sehen Sie sich an, was hier alles vorgeschlagen wurde. Also alle modernen Fundierungstheoretiker sagen, dass natürlich die Basissätze am sichersten sind. Ja? Alle Versionen sagen das. Ja? Das würde ich zum Beispiel auch sagen, natürlich. Aber auch gemäßigte Kohärentisten würden sagen, dass sie am sichersten sind. Ne? Nehmen wir mal hier. Ja. Das ist sich schon mal einig. Fundierungstheoretiker auch modernen Schlages sagen, Basissätze sind selbstevident. Sie sind so evident, dass sie keiner weiteren Rechtfertigung bedürfen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Bedürfen keiner weiteren Rechtfertigung. Da bricht die Rechtfertigungskette aus natürlichen Gründen ab. Das hängt damit zusammen, dass sie eben auch unkorrigierbar sind. Und das wiederum hängt mit meinem Argument zusammen, also das ist jetzt meine Version, dass in einem normalen kognitiven Zustand kann ich nicht sinnvoll bezweifeln, dass ich diese Sinneswahrnehmung jetzt gerade habe, als introspektiver Satz formuliert. Ja? Das ist nicht sinnvoll, das zu bezweifeln. Ja? Weil mein Bewusstsein bin im Ich. Mein Bewusstsein ist immanent reflexiv sozusagen. Ja? Daher ist das auch unkorrigierbar. Ich kann zwar sagen, okay, aber wenn ich kann es nicht logisch ausschließen, dass ich im gestörten Bewusstseinszustand bin, so im schizoiden Zustand, ja, wo ich einmal das und einmal das andere zu wahrzunehmen scheine. Ja. Aber ich kann es nicht logisch ausschließen. Ne. Soweit müssen wir als kritische wissenschaftliche Philosophen gehen, dass wir wissen, dass man solche Sachen nicht logisch begründen kann, ja, wie es früher vor 300 Jahren angenommen wurde, wo man die Logik einfach noch nicht so durchschaut hat. Aber es ist unkorrigierbar. Echte Kohärentisten würden das schon bezweifeln. Also alle modernen, gemäßigten Kohärentisten würden die Sprache nicht wählen, aber sie sagen stattdessen beispielsweise vor alledem, das ist vor allem die Theorie von Keith Lehrer, diese kohärentistischen, also gemäßig kohärentistischen Basissätze sind selbstgerechtfertigt, hieß Lehrer. Ne? Selbstgerechtfertigt. Also dass ich jetzt die Seherscheinung dieses Stuhles habe, ist dadurch gerechtfertigt, dass ich sie habe. Ne? Dass mir jetzt das visuelle Bild des Stuhles erscheint, ist dadurch gerechtfertigt, dass es so ist. Und self-justifying.
meine, das ist so ähnlich, wie schon die Theologen gesagt hat, ja, und was erklärt die Existenz Gottes? Gott ist causa sui, Gott ist die Ursache seiner selbst, ja. Selbstgerechtfertigt. Und das ist interessant, weil da sieht man eigentlich, das ist eigentlich was, faktisch, was ist da eigentlich dann wirklich der Unterschied? Ob ich sage, selbstgerechtfertigt oder keiner weiteren Rechtfertigung bedürftig. Selbstrechtfertigung ist nicht wirklich eine Rechtfertigung. Ja? Also, das ist eigentlich nur ein anderer Ausdruck für keiner weiteren Rechtfertigung bedürftig. Aber wenn Sie bei Kies Lehrer nachlesen, das sagt er natürlich nicht, sonst würde seine Position nicht mehr wirklich eine ganz andere sein. Er meint schon Selbstrechtfertigung. Aber wie auch immer. Niklas. Wollen wir dazu sagen, ich meine, das scheint ja irgendwie trivial zu sein, weil ich meine letztlich, kennt man das ja, wenn man das dann zum Beispiel als konditionale Wahrscheinlichkeit darstellt oder bedingte Wahrscheinlichkeit darstellen, sagen ja okay, A gegeben A ist immer 1 so, und dann kann ich alles Mögliche. Letztlich ist es ja so, dass ich dann, oder? Also, weil letztlich rechtfertigt sich ja jede Aussage. Nein, zu einer Rechtfertigung gehört immer zweierlei. Ja? Dass nämlich die Konklusion oder die Überzeugung einerseits hinreichend gestützt wird durch die Prämisse, ja? Also eine Rechtfertigung besteht immer darin, dass einerseits die Konklusion hinreichend stark gestützt wird durch die Prämisse und andererseits auch die Prämisse selbst hinreichend gerechtfertigt ist. Das ist immer rekursiv. Das ist ja das Problem. Natürlich ist Self-Justification oder Self-Explanation, sagt Kies-Lehrer auch, weil er hat eh die Theorie der Explanatory Justification. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit von P gegeben P 1, aber das ist noch zu wenig. Ja? Das wäre nur konditionale Rechtfertigung. Das war mein Gedanke. Er meint schon, dass das mehr ist. Dass das mehr ist. In dieser Selbstrechtfertigung zeigt sich eigentlich, wo der Kohärentist dann praktisch sagen kann, okay, dann nimmt die Rechtfertigung ihren Ausgangspunkt. Da gibt es dann verschiedene Positionen dazu. Natürlich kann man das jetzt wieder kritisieren, ja, keine Ahnung. Gut, hier kommen sie sich also irgendwie auch nahe. Was natürlich Fundierungstheoretiker immer sagen, zirkuläre Rechtfertigungen, zumindest wenn es vollständige Zirkel sind, das ist auszuschließen. Das sagen Kohärentisten nicht. Ne? Und da werde ich jetzt gleich ein Argumente noch bringen, eins hier und eins im Schlussteil der Vorlesung, wo ich wirklich meine, da ist die Wahrheit auf der Seite der Fundierungstheoretiker, dass man das zeigen kann. Obwohl wir auch hier unterscheiden werden zwischen vollständigen und partiellen Zirkeln. Und wir werden zeigen, dass partielle Zirkel durchaus Rechtfertigungswert haben können. Nur vollständige Zirkel haben keinen Rechtfertigungswert. Und man kann schon sagen, dass manche Kohärentisten eigentlich immer partielle Rechtfertigungszirkel gemeint haben. Also man kann hier auch durchaus wiederum etwas für die eine und für die andere Seite sagen. Aber wie gesagt, offiziell sagen alle Kohärentisten, zirkuläre Rechtfertigungen können Rechtfertigungswert haben. Fundierungstheoretiker sagen nein. Also nein, wenn es vollständig Zirkel sind. So, da ist es ein bisschen zu laut. Das muss man jetzt leider zumachen. Und dann kommt dann auch, vielleicht kann man die Tür stattdessen aufmachen. Das weiter sagen als sowohl gemäßigte Fundierungstheoretiker wie gemäßigte Kohärentisten, dass also Basisüberzeugungen prima facie gerechtfertigt sind. Das ist auch noch so ein Begriff. Das heißt, solange wir keine Gegengründe haben, sind sie gerechtfertigt. Das ist auch ein gewisser Ansatz. Der ist natürlich damit verbunden, dass jetzt fraglich ist, was als Gegengründe zugelassen werden. Ich meine, wenn ich zum Beispiel sage, okay, prima facie ist es gerechtfertigt, dass hier ein Stuhl steht, das im Sinne eines Realsatzes, der Schluss von meiner Erfahrung auf die Realität ist prima facie gerechtfertigt, okay, solange es keinen Grund zum Zweifeln gibt. Aber was zählt das Grund zum Zweifeln? Wenn ich Gehirne im Tank Überlegungen auch als Zweifelsgründe zulasse, dann ist das nicht mal mehr eine prima facie gerechtfertigte Überzeugung. Ja? Das heißt, das klingt zwar plausibel, diese Idee der prima facie Rechtfertigung, hat aber auch ihre großen Probleme.
Und schließlich müssen also Basissätze intersubjektiv sein. Das ist auch etwas, was sowohl gemäßigte Kohärentisten wie gemäßigte Fundierungstheoretiker fordern. Okay, so viel dazu. Gut, ich komme jetzt zurück zu dieser Klassifikation und will Ihnen abschließend noch ein Beispiel des Induktionsproblems vorführen, wie sich Kohärentisten, Fundierungstheoretiker und auch Externalisten bezüglich Rechtfertigungszirkel verhalten. Nämlich dieses Beispiel. Ja? Dieses Beispiel betrachten wir zunächst mal. Ich muss zunächst mal das Induktionsproblem überhaupt erläutern. Ganz kurz, das Induktionsproblem. Schon mehrfach angesprochen. Erstmal vom Philosophen David Hume in aller Deutlichkeit erkannt, besteht also darin, wie ich induktives Schließen rechtfertigen kann. Ein induktiver Schluss kann ich so ungefähr formulieren, was bisher beobachtet wurde. Wird auch in Zukunft zumindest meistens ja, der Fall sein. Ich meine, das ist die ganz einfache Formulierung induktiven Schließens. Ich werde Ihnen am Ende dieser Vorlesung natürlich fortgeschrittene Formulierungen präsentieren, aber wenn ich bisher zum Beispiel beobachtet habe, alle Raben sind, bisher waren alle beobachteten Raben schwarz, dann schließe ich induktiv, ja, daher werden auch alle zukünftig beobachteten Raben schwarz sein, oder ich mache den, das nennt man den Voraussageschluss oder generalisierend, daher sind alle Raben schwarz. Ja? Und die Frage ist, wie kann ich sowas überhaupt rechtfertigen? Und David Hume hat gesagt, das ist mehr oder weniger gar nicht rechtfertigbar. Warum? Erstens, ich kann natürlich das nicht logisch begründen, weil logisch ist es möglich, dass in Zukunft sich die Welt ändert, dass sich die bisher beobachteten Regelmäßigkeiten ändern, dass die Farbe von Raben mutiert etc. Ich kann es nicht durch Beobachtung rechtfertigen, weil Beobachtung hat nur Zugang zur Vergangenheit und Gegenwart, ich kann die Zukunft nicht beobachten. Ich kann es auch nicht wahrscheinlichkeitstheoretisch rechtfertigen, auch ein wichtiger Punkt, deswegen steht das meistens hier in Klammer, weil um Wahrscheinlichkeiten über die Zukunft zu begründen, muss ich ja bisher beobachtete Häufigkeiten auf die Zukunft übertragen. Ja? Ja, wenn ich gesagt habe, na, bisher, was weiß ich, ist es mir meistens gelungen, unfallfrei von A nach B zu fahren, ja, von Düsseldorf nach Köln, dann wird es auch mir in Zukunft meistens gelingen. Ja, dann übertrage ich diese statistischen Häufigkeiten von der Vergangenheit auf die Zukunft. Aber vielleicht ist gerade gestern Nacht ja, irgendwas an meinem Auto gebrochen, ja, zum Beispiel die Bremsleitung. Ja, und ich bin verloren mit dem induktiven Schluss. Ja. Klar? Das heißt, auch das, die statistische Abschwächung des Induktionsschlusses, löst überhaupt nicht das Induktionsproblem. Daher bleibt jetzt nur diese eine Möglichkeit, die eben hier steht, dass wir den Schluss, und das muss ich das dann schon irgendwie so machen, dass ich den Schluss induktiv berechtfertige, Sie sehen es hier, dass ich, und so antworten interessanterweise auch die meisten Naturwissenschaftler, wenn man ihnen sagt, ja,
deine ganze Methode beruht auf Induktion. Du beobachtest Daten und verallgemeinerst sie. Das nennt man übrigens die Induktionsregel. Ja klar, sowieso. Und warum glaubst du, dass die verlässlich ist? Denn die meisten empirischen Wissenschaftler antworten so, auch im Alltag. Die meisten Menschen antworten so, nee, warum? Bisher hat die Regel immer gut funktioniert, die Induktionsregel. Also verlasse ich mich auch in Zukunft aus. Das nennt man die induktive Rechtfertigung der Induktion. Hier, vergangene Induktionen waren erfolgreich. Daher gemäß der Induktionsregel werden auch zukünftige Induktionen erfolgreich sein. Das heißt, die Induktionsregel ist reliabel, verlässlich. Das heißt, zumindest in einem hohen Prozentsatz der Fälle wird die Induktionsregel von wahren Prämissen zu wahrer Konklusion führen. Und das ist jetzt der crucial point, der entscheidende Punkt. Das ist nämlich offenbar ein Zirkelschluss. Man nennt das übrigens auch regelzirkulär, weil hier sozusagen man unterscheidet auch zwischen Prämissen- und Regelzirkularität. Bei der Prämissenzirkularität wird die Konklusion vorausgesetzt, um die Prämisse zu begründen. Und bei der Regelzirkularität, die hier vorliegt, wird die Konklusion vorausgesetzt, um die Gültigkeit der Regel zu begründen, die man verwendet hat. Ja? Also, die Induktionsregel, die man hier verwendet, ist natürlich nur dann verlässlich, wenn die Konklusion stimmt. Also sozusagen. Um von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, benutzt man die Induktionsregel und muss deren Verlässlichkeit voraussetzen. Und umgekehrt, die Verlässlichkeit der Regel wird dann begründet durch das, was mit dem Schluss erreicht wurde. Also eine Art der strengen, vollständigen Zirkularität, die man in dem Fall Regelzirkularität nennt. Und tatsächlich hat es auch einige Philosophen gegeben, auch Kohärentisten, die gemeint haben, solche zirkulären Schlüsse haben durchaus epistemischen Wert. Es gibt viele Philosophen, die sagen, naja, prämissenzirkuläre Rechtfertigungen haben vielleicht Probleme, aber wenigstens regelzirkuläre Rechtfertigungen, die haben epistemischen Wert. Und dass sie das nicht haben, Wesley Selmon gezeigt, indem er nämlich gezeigt hat, dass die sogenannte Anti-Induktion, also der anti-induktive Schluss, auf genau dieselbe Weise begründet werden kann. Der anti-induktive Schluss, Anti-Induktion ist ganz einfach dadurch definiert, dass man sagt, das, was man bisher beobachtet hat, das Gegenteil davon wird vermutlich in der Zukunft der Fall sein. Also wenn man bisher beobachtet hat, alle die Raben waren schwarz, schließt man, dass in der Zukunft die Raben überwiegend nicht schwarz werden, sein werden, sondern eine andere Farbe haben, wenn man beobachtet haben, dass bisher der Aktienindex nach oben gegangen ist, dann schließt man, dass, dann wird daher in Zukunft wahrscheinlich nach unten gehen und umgekehrt. Ja? Das wäre Anti-Induktion oder im Casino. Denken Sie an die ganzen Leute, die Glücksspielsüchtig sind oder Glücksspielfanatiker, die sagen auch, naja, bisher habe ich nicht gewonnen, also jetzt erst recht, jetzt werde ich erst recht gewinnen. Also die schließen auch von der negativen Erfahrung auf das Gegenteil in der Zukunft. Auch alle, es gibt viele Prinzipien, die so funktionieren, auch viele theologische Prinzipien. Okay, bisher hat dir Gott nicht geholfen, aber jetzt wird er dir helfen und bisher hast du es nicht geschafft, positive thinking, aber jetzt wirst du schaffen. Es gibt also durchaus verschiedene Varianten. In jedem Fall, Moment. Das ist der antiinduktive Schluss, aber jetzt ist der entscheidende Punkt der, man kann mit der strukturgleichen Begründung wie hier links auch begründen, in Anführungszeichen, dass der anti-induktive Schluss vernünftig bzw. reliabel sind, nämlich so. Vergangene Anti-Induktionen waren nicht erfolgreich. Daher, gemäß der Anti-Induktionsregel, werden zukünftige Anti-Induktionen erfolgreich sein. Ich projiziere ja das Gegenteil von dem, was bisher der Fall war, beobachtet wurde in die Zukunft. Daher ist die Anti-Induktionsregel reliabel. Und das ist ein Schock, meistens ein Schock für die, die an regelzirkuläre Rechtfertigungen glauben, aber es ist, glaube ich, überzeugend. Und man verdrängt es nur schnell, aber es ist so, dass also diese Art von Rechtfertigung offenbar eine Pseudorechtfertigung ist, weil man damit
sowohl die Regel wie das Gegenteil der Regel begründen kann. Das ist eine Version des Negationseinwandes. Also wenn man das zulässt, kann man die absurdesten Sachen begründen. Und das werde ich auch am Ende der Veranstaltung nochmal zeigen, wie mit dieser Regel noch viele andere absurde Beispiele gerechtfertigt werden. Das heißt, man sieht hier, warum der Fundierungstheoretiker solche zirkulären Rechtfertigungen einfach nicht akzeptiert. Da war jetzt ein Punkt, ja? Wenn ich mir jetzt ein Szenario vorstelle, wo die Anti-Induktion funktioniert, also beispielsweise P ist wirklich immer in einem, so in so einer Alternation der Fall und nicht der Fall, ja, müsste da nicht ein Anti-Induktivist konsequenterweise auf der Metaebene die Anti-Induktion wieder ablehnen? Weil er sagt, okay, Anti-Induktion hat jetzt funktioniert, deswegen darf sie jetzt nicht mehr funktionieren. Also. Ja, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Argument, aber wir betrachten jetzt nur mal diese, relevant ist ja die momentane Entscheidung, ja, und die momentane Entscheidung ist einfach die, dass der antiinduktive Schluss bisher nicht funktioniert hat, daher verwende ich ihn in Zukunft. Ja. Ja. Und dann sicher, wenn ich die antiinduktive Regel dann weiter verwende und die Ereignisse weiterhin oszillieren, dann wird die antiinduktive Regel tatsächlich, das kann man zeigen, bei oszillierenden Ereignissequenzen sehr erfolgreich sein. Wenn ich jetzt dann die Antiinduktion auf der Metaebene wieder anwende, dann würde ich tatsächlich eher erwarten, dass sie nicht erfolgreich ist und würde wieder induktiv schließen. Ne? Dann würde ich aber, ich meine, das kann man sich schon überlegen, also es kann natürlich dann auch eine Position geben, die sagt, dann schließe ich weiter antiinduktiv und was weiß ich, bin auf der Metaebene Induktivist und auf der Objektebene Antiinduktivist. Das ist sogar eine kohärente Position. Also in meinem Ansatz der Metainduktion ist man ja immer Metainduktivist, aber Antiinduktivist auf der Objektebene. Aber wenn sich Ihre Version weiter überlegen, das geht natürlich jetzt schon weit hinaus über das Level, was ich jetzt habe, an dem Stand der Vorlesung, geht weit hinaus. Aber wenn es diese Position tatsächlich gäbe, ich meine, ich habe mir das noch gar nicht genau durchgeblickt, aber ist ganz einfach. Angenommen, an der Stelle wird der Antiinduktivist auf der Metaebene wieder Induktivist, aber die Ereignissequenz geht oszilliert weiter und er pendelt nur zwischen zwei bestimmten Versionen von Induktion und Antiinduktion. Dann wird er als Induktivist scheitern, ne? Und kann dann als Induktivist, als Antiinduktivist, als Antiinduktivist auf der Metaebene eigentlich schließen, dass er weiterhin Induktion betreiben sollte, weil er mit der Induktion scheitert. Ja? Er schließt damit Anti-Induktion, dass er weiterhin Induktion betreiben sollte, scheitert aber weiterhin. Das heißt, nach kurzer Zeit hat er wieder das Resultat, dass die Anti-Induktionsregel gescheitert ist und dann switcht er wieder auf die Anti-Induktionsregel um. Also es gibt dann so ein Switch-Effekt. Genau. Okay. Aber wesentlich ist, dass wir also zu jedem Zeitpunkt, wenn wir regelzirkulare Rechtfertigungen akzeptieren, tatsächlich gleichermaßen begründet sind, wenn wir Induktion betreiben, wie wenn wir Antiinduktion betreiben, weil sich die regelzirkuläre Rechtfertigung für beide Fälle durchziehen lässt. Es ist jetzt auch noch wichtig zu sehen, was der Unterschied zwischen den drei Positionen ist. Fundierungstheoretiker lehnen natürlich beide Argumente ab. Ne? Kohärenztheoretiker akzeptieren beide Argumente, und was zum Relativismus führt. Ja? Aber nochmal zurück zu den Externalisten, die man ganz am Anfang hatte, der externalistische Rechtfertigungsbegriff, und das ist sehr gut exemplifiziert bei Van Kleve. Externalismus, der akzeptiert tatsächlich solche zirkulären Rechtfertigungen. Aber nur eine von beiden. Und welche von beiden er akzeptiert, hängt davon ab, wie die Welt beschaffen ist. Wenn die Welt tatsächlich induktiv uniform ist, ja,
dann akzeptiert der Externalist dieses Argument. Dann sagt er, das ist eine reliable Begründung der Induktionsregel, weil die Welt ist ja induktiv uniform, das heißt, die Induktionsregel ist objektiv reliabel und weil sie reliabel ist, kann ich die Reliabilität auf diese Weise begründen. Ich meine, das ist natürlich ein absurdes Argument, ja, dass ich das eine Begründung nenne, weil es läuft darauf hinaus im Externalismus, dass wenn die Welt objektiv reliabel ist, was ich nicht wissen kann, dann bin ich gerechtfertigt zu glauben, dass die Induktionsregel reliabel ist. Aufgrund dieses zirkulären Argumentes. Wenn hingegen die Welt, sagt der Externalist, objektiv, also oszillierend ist, wie Sie es gesagt haben, wenn wir solche Ereignissequenzen haben, die viel häufiger anti-induktives Schließen rechtfertigen als induktives, dann ist für den Externalisten à la van Kleve dieses Argument akzeptabel und eine korrekte Rechtfertigung. Das heißt, ja, und van Kleve sagt das in diesem Aufsatz, den ich da zitiere, auch zähneknirschend, wenn es so wäre, hofft aber dann, dass es irgendwelche anderen Argumente gibt, um die Möglichkeit davon, dass das der Fall ist, auszuschließen. Aber für den Externalisten wäre das dann wäre ich dann eben gerechtfertigt in der zirkulären Begründung der Anti-Induktion. Da scheint die fundierungstheoretische Position, dass beide Argumente keine Rechtfertigungen sind, die vernünftigere zu sein. Gut, so viel dazu. Ich komme jetzt zum letzten Teil der heutigen Vorlesung, nämlich die Einführung in die Unterscheidung zwischen zwei sehr wichtigen Positionen in der Geschichte der Erkenntnistheorie, nämlich Empirismus und Rationalismus. Jetzt sind wir bei der good old philosophy, ja. Jetzt sind wir bei den ersten drei Jahrhunderten der neuzeitlichen Erkenntnistheorie bis ins 19. Jahrhundert. Das waren alles Fundierungstheorien, aber da gab es von Anfang an eben diese beiden Versionen, Empirismus versus Rationalismus. Und grob gesprochen, der Empirismus behauptet eben, die Basis der Erkenntnis ist mehr oder weniger die Sinneserfahrung, ja? Der Rationalismus lässt als Basis der Erkenntnis eben auch rationale Intuitionen zu, denen er jedenfalls in klassischer Auffassung ebenfalls Gewissheitsstatus zuspricht. Aber zunächst mal ein paar Autoren, die ich hier aufschreibe und mit denen wir auch im historischen Teil dieser Veranstaltung viel zu tun haben werden. Empirismus, Rationalismus. Prototyp ist exemplifiziert, also Geschichte der Philosophie hier. Hätten wir hier John Locke. Wir hätten hier auch David Hume. Dann hier hätten wir vor allem René Descartes und natürlich auch Leibniz. Und wir hätten dann Immanuel Kant. Es hat eine gewisse Mittlerposition, man kann ihn schon auch als Rationalist bezeichnen, aber in einem transzendentalen Sinn. Er ist ein transzendentaler Idealist, aber empirischer Realist. Also hat eine gewisse Mittelposition in diesem Spektrum. Und man kann natürlich dann auch spätere Positionen verwenden. Zum Beispiel Karl Popper in der Wissenschaftstheorie nennt sich kritischer Rationalismus, aber und Rudolf Carnap als Wiener Kreisvertreter nennt sich logischer oder kritischer Empirismus, aber in Wirklichkeit sind diese Positionen schon ganz eng beieinander und ein echter Rationalismus ist die Philosophie von Popper auf keinen Fall, weil keine synthetischen a priori Sätze akzeptiert werden. Es ist ein durchgehender Fallibilismus und ebenfalls ist das kein
Empirismus im Sinn dieser früheren Empiristen, weil die Rolle der Logik und die etc. und die Rolle der Vernunft in der Erkenntnis wesentlich bedeutender wird als zum Beispiel bei David Hume. Gut. Okay. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen Empirismus und Rationalismus? Ja, es sind zwei Dinge. Erstens, habe ich schon gesagt, also der Empirismus. Moment. Empirismus setzt den Schwerpunkt der Erkenntnisbegründung in die Sinneserfahrung, während der Rationalismus auch sozusagen rationale Intuitionen akzeptiert. Das ist sowas wie eine dogmatisch verbreitete Fundierungstheorie. Ja? Also wie man kann sagen, eine dogmatisch verbreitete Basis, wenn ich es in den früheren Worten der Fundierungstheorie bezeichne. Und aus dem Grund ist es dann auch so, das hängt jetzt zusammen, dass die Rationalisten oft jedenfalls geglaubt haben, man kommt in der Erkenntnisbegründung mit strengen deduktiven Argumenten durch. Ne, René Descartes meinte, man kann Gott beweisen, logisch beweisen und die Existenz Gottes, nachdem sie logisch bewiesen wurde, aus der kann man dann natürlich auch logisch erschließen, dass Gott uns nicht systematisch täuscht und wir daher auch zum Beispiel unseren induktiv erschlossenen Überzeugungen aus der Wahrnehmung vertrauen können, wenn auch nicht in allen Fällen. Ne? Aber wenn man also meint, es gibt gewisse Intuitionen, ja, die über die Wahrnehmung hinausgehen und die gewiss sind und die auch generelle Intuitionen sind, wie zum Beispiel, es gibt eine Außenwelt oder es gibt einen Gott, der ein guter Gott ist, dann ist es einfach, die weiteren Überzeugungen deduktiv zu begründen. Wenn man hingegen nur diese partikulären Erfahrungen hat, ja, die Sinneserfahrung, dann ist es klar, dass für den Empiristen natürlich das induktive Schließen ganz wichtig war. Ja, weil Rationalisten nehmen an, es gibt, darauf komme ich jetzt gleich, es gibt tatsächlich gewisse generelle Sätze, streng allgemeine und notwendige Wahrheiten, wie zum Beispiel bei Kant, ja, jedes Ereignis hat eine hinreichende Ursache, ja, zum Beispiel, als ein Prinzip. Ja. Die Empiristen nehmen solche synthetischen, notwendigen Wahrheiten nicht als Wahrheiten an, die sozusagen Basisurteile sind. Die müssen sich von den einzigen Basisurteilen, die sie haben, nämlich den einzigen synthetischen Basisurteilen, nämlich den Erfahrungen, den Sinneserfahrungen, irgendwie durch Schlüsse zu solchen allgemeinen Wahrheiten vorarbeiten. Und daher ist natürlich für die Empiristen von Anfang an die Induktion der wichtige Schlussmechanismus gewesen. Ich glaube, man kann jetzt auch das schon wieder aufmachen. Man kann die Fenster auch schon wieder ein bisschen aufmachen. Gut. Also erster Unterschied, Schwerpunkt für die Empiristen, die Sinneserfahrung, für die Rationalisten, auch rationale Intuition in der Basis. Zweitens, Schwerpunkt des Schließens für die Empiristen, das induktive Schließen, das deduktive auch, aber es genügt nicht. Für die Rationalisten, Schwerpunkt des deduktive Schließen aus eben solchen auch rationalen Intuitionen. Gut, man kann jetzt den Unterschied zwischen Empirismus und Rationalismus auch anhand eines Vier-Felder-Tableaus sehr schön aufzeichnen, das ich auf jeden Fall noch aufzeichnen möchte, das explizit von Kant, Immanuel Kant, eingeführt wurde, aber implizit auch schon bei Descartes, bei Leibniz, bei John Locke etc. auftaucht. Nämlich, man kann ja einerseits unterscheiden zwischen analytischen Erkenntnissen, analytisch, die analytischen Wahrheiten oder analytischen Überzeugungen und synthetisch. Und dann kann man unterscheiden zwischen a priori, ja, das war wohl ein Fehler, das ist schon wieder, und a posteriori. Das ist Kant'sche Vier-Felder-Tafel, ja? Vier-Felder-Tafel.
Okay. A priori sind Erkenntnisse oder Überzeugungen, die gerechtfertigt werden können, ohne dabei auf irgendwelche Erfahrungen zurückzugreifen. Das heißt a priori. Die Rechtfertigung ist erfahrungsunabhängig. Die sind also unabhängig von der Erfahrung gerechtfertigt. A posteriori sind Überzeugungen, wenn ich, um die Überzeugung zur Rechtfertigung rechtfertigen zu können, auf die Erfahrung zurückgreifen muss. Ich kann dabei natürlich auch noch andere Sachen verwenden, andere vielleicht mathematische Lehrsätze, Logik, aber ich muss darauf zurückgreifen. Und dann nochmal zur Wiederholung, analytisch oder logisch-analytisch sind Überzeugungen, die ich allein aufgrund der den Gesetzen der Logik, also meines sozusagen begrifflichen Rahmenwerks rechtfertigen kann. Ebenso wie analytische Sätze, die nicht durch Logik, sondern durch Begriffsdefinitionen außerlogischer Natur zustande kommen. Also dieser Tisch ist entweder braun oder nicht braun oder ein Kreis hat keine Ecken. Das wäre extra logisch analytisch. Synthetisch sind wiederum alle anderen Überzeugungen, die etwas über die Welt besagen. Ja? Das ist diese vier Felder der Blue. Jetzt kann man also Empirismus und Rationalismus hier sehr gut unterscheiden. Empirismus. Der Empirismus, und zwar der kritische, ja, der kritische oder jedenfalls undogmatische. So wie wir ihn auch durchaus bei John Locke etc. finden. Es gibt auch dann dogmatische Versionen, zu denen komme ich später, aber die Version, für die ich mich auch hier ausspreche, der Empirismus. Der ist dann dadurch charakterisiert, dass er sagt, die einzigen synthetischen Urteile, das sind immer a posteriori. Die kann man nur, wenn man sie überhaupt begründen kann, durch Erfahrung begründen. Ja? Und dann sagt natürlich auch der Empirismus, diese synthetischen a posteriorischen Urteile, wenn man die Rechtfertigung auf der ersten Stufe sozusagen zurückgeht, landen letztlich immer bei singulären Basisurteilen. Ja, beobachten kann ich nur Einzelfakten. Ich kann nicht beobachten, dass alle Raben schwarz sind. Ich kann auch nicht beobachten, dass zwei Parallelen sich nie im Unendlichen schneiden. Ja, das ist ein geometrischer Lehrsatz. Das kann ich nicht beobachten. Ich kann nur nachmessen. Okay, das war nie der Fall. Ja? Oder ich kann nicht beobachten, dass jedes Ereignis eine hinreichende Ursache hat. Ich kann nur sagen, bisher habe ich sie immer gefunden. Daher, wie wir sagten, für den Empirismus das induktive Schließen notwendig, um zu allgemeinen, zu streng oder statistisch allgemeinen Sätzen zu kommen. Die einzigen streng allgemeinen Sätze, die beim Empirismus zugelassen sind, sind mathematische und logische Wahrheiten oder auch definitorische Wahrheiten. Ja? Also die sind a priori wahr, aber eben deswegen, weil sie nichts über die Realität besagen, sondern sozusagen rein konzeptuell begriffliche Wahrheiten sind. Das ist jedenfalls diese Position. Das heißt, dass der Tisch braun oder nicht braun ist, sagt nichts über die Welt. Das folgt so, weil ich in der klassischen Logik die Welt mit wahr und falsch, also mit diesen Grundbegriffen beschreibe. Und weil das so... Also, das Begriffssystem der klassischen Logik ist. Natürlich kann man an der Stelle jetzt noch ein Stück tiefer gehen und sagen, naja gut, kann man das heute noch sagen? Es gibt ja auch nicht klassische Logiken, aber auf diese Frage gehe ich an der Stelle nicht ein. Die einfachen logischen Gesetze, die wir brauchen, sind auch in den nicht klassischen Logiken gültig und im Allgemeinen kann man jedenfalls die als mehr oder weniger gesichert voraussetzen. Also schon das begriffliche System, so jedenfalls die Auffassung, sichert uns diese allgemeinen Wahrheiten, wie das für jedes Objekt gilt, entweder es hat die Eigenschaft F oder es hat sie nicht, das gilt streng allgemein, sagt aber nichts über die Welt. Und so ähnlich ist es mit analytischen Wahrheiten, wie zum Beispiel das 2 und 2, 4 ist. Oder das 3 und 5, 8 ist. Oder das für je und so weiter. Oder das für jede beliebige natürliche Zahl, wenn ich sie mit 2 multipliziere, das ist eine gerade Zahl ist, etc.
Mit der Geometrie ist es schwierig, ob das Parallelenaxiom der Geometrie, dass zwei Parallelen sich nie schneiden werden, ob das eine analytische oder synthetische Wahrheit ist, ist schwierig, wie Sie wissen. Erst im 20. Jahrhundert, mit der Entwicklung nicht-euklidischer Geometrien, in der Physik nämlich, ja, wurde es klar, dass es durchaus sein könnte, und nach der allgemeinen Relativitätstheorie ja auch durchaus vermutlich so ist, dass unsere reale Welt einer nicht-euklidischen gekrümmten Geometrie gehorcht, bei der es schon möglich ist, dass sich Geraden irgendwo schneiden. Ja? Parallele meine ich, Parallele irgendwo schneiden. Aber das ist ein schwieriges Thema, darauf kommen wir noch zurück. Wichtig jetzt ist eben diese Position. Das heißt, der Empirismus ist sozusagen eine sehr bescheidene Position. Unser Erkenntnisvermögen wird relativ bescheiden charakterisiert. Ja? Also wir müssen uns wirklich von diesen Erfahrungen, wenn wir was über die Welt sagen müssen, müssen wir uns von unseren Erfahrungen zu so allgemeinen Aussagen hindurchquälen, durch unsichere Schlüsse. Der Rationalismus hingegen, den kann man so charakterisieren, und zwar möchte ich denn, Sie merken ja, dass ich eher zum Empirismus tendiere, gebe ich ja auch zu, aber um das auch positiv zu formulieren, der Rationalismus sagt, dieses empiristische Fundament ist einfach zu gering. Ja? Da sind wir wieder beim Problem der minimalen Basis. Der Rationalismus wirft den Empiristen vor, dass sie auf diese Weise nie zu sicheren Wahrheiten kommen können, zu sicheren allgemeinen Wahrheiten. Das sagt Leibniz ganz klar gegen Empiristen. Mit diesen induktiven Schlüssen kann man nie, wie soll man denn da die Sicherheit des Parallelenaxioms begründen oder die Sicherheit des Prinzips des zureichenden Grundes, dass jedes Ereignis einen zureichenden Grund haben muss. Das war unverzichtbar, wurde das angesehen. Wie sollte man das dadurch begründen können? Das sieht der Rationalismus schon richtig. Ja? Und wenn man nur das akzeptiert und die rationalistische Lösung nicht, dann ist man wieder beim Skeptizismus und beim Regressproblem. Ja. Aber der Rationalismus damals hat gesagt, nein, okay, Empiristen, natürlich stimmen wir auch zu, dass das wichtige Erkenntnisbestandteile gibt, aber es gibt auch hier etwas. Es gibt gewisse synthetische Erkenntnisse, a priori. Das ist die wesentliche Charakteristik des Rationalismus, dass man synthetische Erkenntnisse a priori hat und wirklich begründen kann. Und während die früheren Rationalisten gemeint haben, die sind absolut gewiss, ne, wie zum Beispiel die euklidische Geometrie, ja, das muss so sein, es gab verschiedene Versuche zu begründen. Viele Begründungen der früheren Rationalismus muss man heute als spekulative Argumente oder als Fehlschlüsse bezeichnen. Ja. Also da hat einfach die analytische Philosophie große Fortschritte gemacht, indem gewisse Schlüsse als Fehlschlüsse erkannt werden. Bei Descartes, bei Leibniz auch. Immanuel Kant war der Philosoph, der gesagt hat, wir können die Gewissheit zum Beispiel der euklidischen Geometrie nicht von der Natur her kommend irgendwie begründen durch spekulative Argumente, wir können sie nur transzendental begründen als notwendige Bedingung von Erkenntnis überhaupt. Das war jetzt dann die kantische Idee, synthetische Erkenntnis a priori zu begründen. Aber auch diese Begründung hat ihre Schwächen, denn wie sich später herausgestellt hat, kann man sehr wohl mit nicht-euklidischen Geometrien rational umgehen, man kann was darüber erkennen. Also auch diese Begründung ist aus heutiger Sicht problematisch, und deswegen moderne Rationalisten würden schwächere Aussagen machen, wie die würden sich da einfach auf Intuition berufen, also einfach der Intuition, also für moderne Rationalisten spielen einfach Intuitionen eine Rolle. Da sind wir also der moderne Rationalist ist nahe entweder im Dogmatismus oder, wenn die Intuitionen schwächer verstanden werden, wieder beim Kohärentismus. Das sind eben so Intuitionen, es erscheint doch, ja. Also das wären so moderne Versionen. Zum Beispiel das Gerechtigkeitsprinzip bei John Rawls. Das wird einfach durch Intuition begründet, wobei das Rawlsche Prinzip des Überlegungsgleichgewichtes wiederum ein kohärentistisches ist, wo sich partikuläre Intuitionen und Intuitionen über allgemeine Gesetze dann gegenseitig stützen.
Aber in der Geschichte der Erkenntnistheorie war die Auffassung die, dass diese synthetischen Erkenntnisse a priori wirklich notwendig gewisse Wahrheiten sind. Die sind notwendig im doppelten Sinn, sowohl epistemisch notwendig wie metaphysisch notwendig. Bitte. Könnte man argumentieren, dass die Logik irgendwo auch synthetisch a priori sein könnte, weil sie ist ja schon anwendbar auf die Welt und insbesondere wenn man zum Beispiel natursprachliche Aussagen formalisiert, welche Junktoren man verwenden darf und so weiter. Ja, man könnte argumentieren, aber die Argumentation ist meiner Meinung nach inkorrekt. Und warum sie inkorrekt ist, kann ich jetzt unmöglich ausführen. Ich kann nur sagen, es gibt eine Debatte dazu gegenwärtig. Es gibt Pros, es gibt Kontras, und aber wenn man wirklich fundierungstheoretisch genau darüber nachdenkt, ich habe gerade jetzt ein Paper dazu geschrieben, wenn Sie zum Beispiel versuchen, zum Beispiel das Gesetz der doppelten Negation wirklich durch Beobachtung zu begründen und widerlegen, kommen Sie darauf, dass je nachdem, wie Sie Ihre Beobachtung formulieren, wenn Sie sie mit der klassischen Logik formulieren, dann ist es unwiderlegbar, und wenn Sie mit der intuitionistischen Logik formulieren, dann ist doppelte Negation falsch. Also es ist das Zirkularitätsproblem. Das Zirkularitätsproblem ist einfach etwas, was die Logik exzeptionell macht. Das ist einfach ganz anders, weil wann immer Sie irgendeine Beobachtung beschreiben, müssen Sie bereits gewisse logische Junktoren annehmen. Und wann immer Sie aus dieser Beobachtung was schließen, müssen Sie bereits eine Logik annehmen. Das heißt, das Zirkularitätsproblem ist da nochmal viel tiefer, und daher ist es auch, kann man auch schwer sagen, synthetisch a priori dazu. Synthetisch a priori kann man schon deswegen nicht sagen, weil es ja nicht klassische Logiken heutzutage gibt. Also daher nicht a priori und synthetisch eher nützlich. Es hat eher was mit Nützlichkeit zu tun. Es sind eher Nützlichkeitsargumente, dass man sagt, gewisse Begriffssysteme erweisen sich als zum Beispiel umfassender oder nützlicher, für viel mehr Anwendungen geeignet als andere. Aber in irgendeinem direkten Sinn zu sagen, dass eine Beobachtung eine logische Wahrheit, eine Wahrheit eines Begriffssystems widerlegen kann, das glaube ich geht nicht. Ja, ja, Max? Noch eine einfache Frage. Das heißt, der Satz 2 plus 2 ist 4 ist auch dann a priori und analytisch, wenn ich ihn nur weiß, weil ich es beim Mathematikprofessor gehört habe, also in dem Sinne a posteriori weiß. Also es geht darum, dass es rechtfertigbar ist, nicht darum, wie ich persönlich es gelernt habe. Genau, ja. Okay. Also der Satz 2 plus 2 ist 4, den kann ich zwar nachvollziehen, indem ich also hier zwei Objekte und hier nochmal zwei und dann das durchzähle, ja schön, aber das wäre, wie Leibniz sagt, eine Probe, indem ich das nachvollziehe, aber die Begründung kann auch ohne diese Probe vor sich gehen, auch wenn ich, um das nachvollziehen zu können, immer auf Erfahrung angewiesen bin, kann die Begründung von 2 plus 2 plus 4 einfach erfolgen durch die axiomatischen Festlegungen über natürliche Zahlen und die Definitionen dessen, was diese Abkürzungen 4, 3 bedeuten. Nämlich der dritte Nachfolger der 0 ist eben die 4, und daraus können Sie, die 2 ist der erste Nachfolger der 0, und daraus ergibt sich, und das ist der Fall, ich kann den Beweis sofort aufschreiben, ist der Fall, dass n plus m Strich ist n plus m Klammerstrich, also daraus folgt sofort, dass der vierte Nachfolger der 0 Die Summe des zweiten Nachfolgers 0 plus des ersten Nachfolgers von 0 sein muss. Also ich kann den Beweis, also das kann den Beweis auch ganz ohne Erfahrung aufziehen. Okay. Gut, so viel jedenfalls zur Unterscheidung von Empirismus und Rationalismus. Und zum Schluss muss ich Ihnen noch, kann ich Ihnen nicht ersparen, dass ich diese Folie noch ganz kurz diese Folie vielleicht noch ganz kurz darstelle. Die haben wir schon gehabt. Gehen wir noch eins weiter. Das wird übersprungen. Klassifikation von Theorien, inferentielle Rechtfertigung. Das mache ich dann erst im Schlussteil der Veranstaltung in der Einheit 10. Aber hier, man kann hier an diesem Schema das nochmal gut nachvollziehen, was die Hauptprobleme der Fundierungstheorie sind und wo sich jeweils die
alternativen Positionen ergeben. Es gibt in der Fundierungstheorie die Rechtfertigung erster Stufe, die besteht darin, nicht basale, also abgeleitete Überzeugungen durch Argumente auf Basisüberzeugungen zurückzuführen. Und das entsprechende Basisproblem in unkonditional heißt eben, man finde eine evidente Basis und die vorgeschlagene Lösung ist, dass man eben hier nur die minimale Basis wählt, also introspektive und analytische Sätze. Und das konditionale Problem hier besteht eben darin, finde Gründe für deine Prämissen und Schlüsse. Und die Lösung ist eben Deduktion, Induktion und Abduktion, die hier vorgeschlagen wird. Ja? Aber das Rechtfertigungsproblem höherer Stufe besteht jetzt darin, warum können die hier verwendeten Schlüsse als reliabel angesehen werden? Und jetzt werden wir das durchaus so allgemein formulieren, weil wir sind ja im 21. Jahrhundert, dass man durchaus auch die Frage stellen, wie rechtfertigt man die Logik? Ja, was wir eben angeschnitten haben, dass man durchaus auch hier die Frage stellen kann. Ich meine, bei der Logik stellt sich die Frage jetzt nicht, wie rechtfertige ich Modus Ponens oder sowas, sondern das folgt ja alles aus gewissen grundlegenden Prinzipien, aber die grundlegenden Prinzipien, die in der nicht-klassischen Logik dann nicht anerkannt werden, sind zum Beispiel das Zweiwertigkeitsprinzip. Ja, jede Proposition ist entweder wahr oder falsch, niemals beides und niemals keins von beiden zum Beispiel. Und da stellt sich dann die Frage, wie rechtfertige ich so ein Prinzip? Ja, wenn ich das mal rechtfertige, dann folgen die anderen Sachen ganz schnell daraus. Gut. Also wie rechtfertige ich die verwendeten Schlüsse? Und dann hier natürlich auch die Frage, warum sind Basisüberzeugungen evident? Darauf haben wir schon eine Antwort gegeben, nämlich, dass man sie nicht kognitiv hintergehen kann, etc. Das wären diese Antworten. Auf jeden Fall, das sind hier die zentralen erkenntnistheoretischen Probleme der Fundierungstheorie, das Basisproblem, das Rechtfertigungsproblem höherer Stufe. Und das Dilemma kann man auch gut beschreiben, was man hier hat. Das ist nämlich folgendes. Entweder man macht die Basis ganz schwach, ja, um das Basisproblem zu lösen, dann wird das Rechtfertigungsproblem höherer Stufe immens. Ja? Oder man macht die Basis stärker, wie zum Beispiel im Dogmatismus. Und mir fällt gerade ein, ich musste noch erwähnen, dass es auch im Empirismus gewisse dogmatische Varianten gibt, wie zum Beispiel bei Francis Bacon, um nur einen zu nennen, der noch vor John Locke, Francis Bacon, der durchaus sowohl der Sinn des Realsätze als sicher, als gewiss angesehen hat. Ja, also schon eine kommensensistisch angereicherte Version vertreten hat. Also man macht die Basis ganz schwach oder umgekehrt, man macht die Basis stärker, dann wird man tendenziell dogmatisch oder auch eventuell sogar kohärentistisch, wenn man erkennt, dass die Basis jetzt so stark ist, dass man sie nicht mehr wirklich Basis nennen kann, dass sie selbstrechtfertigungsbedürftig wird. Das ist das Problem. Wenn man die Basis stark macht, dann hat man zwar das Rechtfertigungsproblem höherer Stufe nicht mehr, aber dann wird man entweder, das habe ich ja hier stehen, ne? Also wenn man die Basis stark macht, dann wird man entweder Kohärentist oder Dogmatist. Ja? Also das starke Programm der klassischen Erkenntnistheorie ist mehr oder weniger schwer einlösbar und aufgrund dieser Kritik eher uneinlösbar. Das glaube ich zwar nicht, aber natürlich in gewissen Versionen ist es uneinlösbar. Also dass man sichere Erkenntnisbegründung hat, ist sicher uneinlösbar. Dass man also die Irrtumswahrscheinlichkeit irgendwie auf Null drücken kann. Und ja, der Rationalismus hat eben versucht, die Basis zu verstärken, indem gewisse synthetische Sätze a priori versucht wurden zu begründen oder zu beweisen. Ja. Das kann man auch als gescheitert ansehen, oder jedenfalls, wenn man das als gescheitert ansieht, dann kommt man weiter runter. Der Externalismus, das sind also modernere, ich sage mal, Verlegenheitslösungen wären es, wenn, könnte man es bezeichnen, also Lösungen, wenn man davon ausgeht, dass das fundierungstheoretische Problem unlösbar ist. Der Externalismus erspart sich Rechtfertigungen höherer Stufe, ne? Das ist auch eine Möglichkeit, ja, also man kann, bleibt zwar bei der minimalen Basis, aber man verlangt keine Rechtfertigung höherer Stufe, sondern es definiert einfach, eine Rechtfertigung liegt vor, wenn der Schluss reliabel ist. Ja? Egal, ob ich das wissen kann oder nicht, dass er reliabel ist.
die Kohärenztheorie erspart sich umgekehrt das Basisproblem, indem sie sagt, das macht ja nichts, dass wir Basisüberzeugungen rechtfertigen müssen, wir lassen einfach zirkuläre Argumente zu. Ne? Der Kommonsensismus als eine Variante einer dogmatischen Position oder zum Dogmatismus tendierenden Position sagt einfach, wir nehmen einfach an, der Hausverstand weiß gewisse Dinge, auch wenn wir sie nicht weiter begründen können. Also man sieht sehr schön, dass man hier an den grundsätzlichen Problemen der Fundierungstheorie, insbesondere an diesem Dilemma, entweder die Basis schwach, dann Rechtfertigungsproblem höhere Stufe groß, oder die Basis stark, dann Gefahr des Dogmatismus oder auch Kohärentismus, an diesem Dilemma sehr schön auch sieht, welche alternativen Positionen eben im 20. Jahrhundert entwickelt worden sind und wie die sich aus den jeweiligen Problemen der Fundierungstheorie ergeben. Gut, soviel für heute. Danke sehr.